Ey, was geht denn, Freunde? Neshne hier am Start. Herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge Minecraft Village. Ja, es ist doch schon länger her, dass hier mal wieder eine Folge Minecraft Village rausgekommen ist. Und ihr seht, ich habe nicht wirklich weitergebaut, also. Ich meine, ich habe ja eh gesagt, dass ich nur so bei den Aufnahmen voranbauen will. Aber was natürlich neu ist, aber ich muss hier leider kurz einen Cut reinsetzen. Wissen Sie, was Sie special macht? So, ja, dieser Cut hat jetzt eindeutig gezeigt, dass ich etwas lauter reden müsste. Ihr könnt es natürlich wieder in die Kommentare schreiben, ob das mit der Soundqualität gut ist oder nicht. Aber wie ihr hier seht, ich habe hier eine kleine Cobblestone-Treppe reingebaut und hier sogar eine kleine Tür. Ich glaube, das wollte ich ja in der letzten Folge eh noch machen, und dann habe ich sie aufhören lassen, und ich habe mir jetzt ein bisschen überlegt, dass wir schon mal hier ein bisschen an unserem kleinen Bächchen rumfrischen, damit es ein bisschen schöner aussieht, auch wenn man es ja meistens kaputt macht dadurch. Ich würde sagen, wir setzen mal hier sowas hin, damit man hier theoretisch weiterlaufen könnte. Ja, das da kann der theoretisch auch hin. So, ansonsten muss man mal überlegen, ob ich vielleicht nach da doch auch nochmal einen Weg baue, und dann sind hier einfach nur so zwei so Bänke, bei denen setzt man sich ja nur so hin und kann hier mal schnell angeln. Und ich würde auch sagen, dass wir theoretisch mal ein bisschen hier was ausbauen können, denn ich will mich schon, dass es zwei tief ist und nicht so nur so eins, damit es auch ein bisschen realistischer rüberkommt. Das, obwohl aber theoretisch im echten Leben könntest du doch auch jetzt natürlich bei einem 1 Meter tiefen Teich was Frisches bauen. Ja, ihr seht, der Server hier ist ziemlich voll, deswegen, falls ein bisschen was buggy ist, müsst ihr das eben verstehen. So, und ich würde sagen, wir holen uns jetzt natürlich erstmal etwas Kies. Dafür brauchen wir Schaufel. Aber ich könnte mal wieder mein Inventar leeren. Also, ich glaube, ich baue mir da erstmal ein paar Kisten. Aber ich glaube, ah ne, ich habe noch Holz. Perfekt. Wie viel? Noch genug hoffentlich. Das hier kommt schnell weg. Ein paar Kisten. So. Und dann setzen wir das doch, obwohl, aber vielleicht sind hier gleich wieder Creeper, und dann könnt ihr euch gleich auf Maschinengewehr-Sounds freuen. Nein, leider könnt ihr euch darauf nicht freuen. So, wie macht man das? Ich glaube, ich mach's so. Ah, das ist gar nicht drei groß, gell? Ja, und dann wahrscheinlich so. Ich würde sagen, wir können hier mal ein bisschen was vom Gras reinmachen, davon haben wir genug. Ja, und dann seht ihr schon, ist das hier alles wieder schön frei, und ich kann endlich was herstellen. Ja, es wird auf jeden Fall dunkel. Wenn wir jetzt gleich ins Bett gehen wollen, dann müsste ich da natürlich auch einmal hin. Obwohl, solange es noch nicht nach sowas aussieht. Schaufel wollte ich, gell? Ja, für Kies. Okay, wo hatten wir denn letztes Mal Kies gefunden? Ich glaube, wir sind nach da hinten gegangen. Irgendwo hin. Jo. Aber was ich theoretisch auch machen könnte, wären noch die Kommentare von letzter Folge durchzusehen. Aber ich muss euch leider sagen, oder ich schaue auf jeden Fall gleich mal nach, aber ich muss euch wohl auch sagen, dass keine geschrieben wurden, was ich natürlich sehr traurig finde. Ja. So, dann machen wir erstmal diese alte Handybüchse hier an. Mafuka will jetzt, dass wir ins Bett gehen, aber ich muss ihm da wohl oder übel absagen. Denn ich brauche nämlich noch schnell Kies. Wo hatten wir es nochmal beim letzten Mal? Ah, hier. Ja, hier ist ja überall. Frische Kiesquellen. Sowas findet man auch nicht alle Tage. Wo ja, glaube ich, seit dem letzten Update findet man das schon häufiger als wie zuvor. So, jetzt können wir natürlich leider hier nicht über den Ingame-Chat sagen, dass wir hier gerade unterwegs sind. Wir müssen natürlich auch um unser eigenes Leben aufpassen. Die Creeper-Gefahr schwindet natürlich denn nicht. So, also wir bauen das hier schnell ab. Und währenddessen schaue ich hier schnell. War schon ein bisschen kompliziert hier so abzubauen und währenddessen noch gleichzeitig am Handy so was zu machen, aber es scheint ja hier viel zu sein. Dann gibt man natürlich oben im Slot ein. So. Und mal schauen. Zweiter Slot natürlich.
Und da muss ich natürlich ziemlich weit zurückschauen. Denn, wie ihr wisst, habe ich schon länger kein Minecraft Village mehr hochgeladen. So, also mal sehen. Minecraft Let's Play Minecraft Village. Das könnte noch mal eins gewesen sein, wo noch ein Thumbnail dabei war. Denn wie wir wissen, Sven kann in letzter Zeit noch keine Thumbnails hinzufügen. Ja, das wollten wir jetzt nicht hören. Und ja, Mafuka kann eben leider noch keinen hinzufügen und das ist natürlich sehr traurig. Ich könnte es theoretisch auf jeden machen, aber ich hatte in letzter Zeit auch keine wirkliche Lust. Aber ich finde es auch hier nicht so schlecht aus. Diese eine Minenkiste, die man da nur so gesehen hat. So schlecht war es ja nicht. Und wir schauen schnell nach unten in die Kommentare und sehen einen Kommentar. Und zwar bei Freezer schreibt: Schöne Folge. Sehr freundlich von dir, dass du hier das einzigste Kommentar abgibst. Und auch, dass es dir gefällt. Ja, ich hoffe, du kannst mir auch mal in die Kommentare schreiben, was du hier sehen willst. Denn, ja, ihr versteht's. So, dann müssen wir jetzt wohl mal schnell schauen. Mafuka ist immer noch da unten in seiner Kiste. Vielleicht will er jetzt noch schnell ins Bett. Wir tun ihn hier einfach mal schnell anstupsen. So. Na, okay, er reagiert nicht auf uns. Traurig. Aber muss man wohl mit leben. Ah, 64 Keys, das hört sich doch schon mal gut an. Dann gehen wir jetzt direkt wieder raus. Was geht hier? So. Der Junge hat's wohl drauf. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt hier echt mit diesem Weg. Auch wenn mir das ehrlich gesagt nicht so gefällt, dass der Weg nur so ein großes und dann auch noch direkt hier so am Teich entlang. Aber theoretisch kennt ihr das etwa anders. Ihr seid doch bestimmt alle nur so Bonzen, die sich so Privatgärten leisten könnt. Also, wie ist das denn bei euch? Schreibt es gerne hier rein. Denn das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Also, ich kenne es nur von so einer Tante von mir. Bei der sieht es auch so ein bisschen so aus, dass man so läuft. Also, so einen großen Teich hat sich natürlich auch nicht. Aber es geht auf jeden Fall. So, hier noch schön ein bisschen von dem Baum so idyllisch gehalten halt. Da oben ist mal ein Hund. Wollen wir da einen? Obwohl, jetzt ist er schon weg. Na gut, schreibt es in die Kommentare, ob ihr mal einen Hund haben wollt oder nicht. Wir warten noch, bevor wir den Boy kicken. Fuka habe ich ja, glaube ich, die Moderatorrechte gegeben, ja. Wir machen sie mal aus, dann machen wir sie wieder an, damit er weiß, dass er auch einer ist. So. Hier habe ich sogar noch zwei Sitzbänke. Und die kann man ja dann theoretisch, hier so hinsetzen. Dann kann man sich eben hier mal so hinsetzen, kann so ein bisschen angeln. Und Regenschutz. Ja. Und dann brauche ich jetzt natürlich noch einen Tisch. Habe ich noch vom letzten Mal einen? Ich habe hier eine Tischplatte. Ja, das passt wohl. Aber ob der mir in der Mitte, ob der mir da in der Ecke wirklich so krass gefällt. Ich glaube, da kommt eher so eine Chest hin. Wir dann so dickes Equip reinmachen. Zum Angeln. Und dann machen wir. Obwohl, wir können theoretisch auch. Ah, aber das ist dann wieder die Frage. Vielleicht machen wir hier einfach das dann doch wieder voll. Dann machen wir das hier so ein bisschen aus, damit das realistisch aussieht. So. Ja, doch, kann man genauso machen. Vielleicht bauen wir hier lieber auch noch Kiesweg hin. Was war das? So. Sollen wir das hier auch noch gleich ausbauen? Hier am besten auch, damit das realistisch aussieht. So, und fertig. Entschuldigung. Und fertig ist eben unser kleiner Teich hier. Wir gehen jetzt schnell mal wieder in die Wohnung. Und jetzt ist natürlich die Frage, was soll jetzt als nächstes kommen? Vielleicht bauen wir hier einfach mal ein Dach rein, würde ich sagen. Aber ich brauche dafür auf jeden Fall Holz. Eine Axt haben wir noch. Am besten noch eine zweite vielleicht. Ah, ich habe jetzt keinen Stein gefarmt. Ach. Da müssen wir mal zu der teureren Variante. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Aber dann müssen wir trotzdem mal zu der teuren Variante greifen. Ich bin ja hier, mich schließlich erst vor kurzem mal umgestanden. Da hat mir immer nur gerne ein bisschen was vom Eisen gegeben. Was natürlich schon sehr cool war. Hier geht wohl richtiges Rambazamba ab. Mafuka tut hier hart Dachdeckern, also regnet es bei ihm auch rein. Ja, es regnet hier eindeutig rein.
Und da müssen wir jetzt uns natürlich einen guten Slot suchen, wo wir entlang laufen können. Frisches Holz. Ich würde doch gerne mal wieder so einen großen Baum. Ah, guck mal. Das da vorne scheint mir ein großer Baum zu sein. Nicht du, dich meine ich nicht, Baby. So, sondern ich meine dieses Prachtstück hier. Schön rucki-zucki hier. Wir nehmen am besten auch gleich das hier, um es wieder hochzubauen. So, und dann würde ich sagen, kriegen wir hier raus schon etwas gutes Holz. Und bis ich das hier abgefarmt habe, mache ich schnell einen Cut rein. So, ihr seht, der Baum ist so gut wie jetzt eben abgeerntet. Wir haben nicht so viel Holz bekommen, wie ich gedacht hätte. Denn manchmal kriegst du mich aus so einem großen Baum schon 64. So Holzbits. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was nicht aufgesammelt. Könnte natürlich auch da dran liegen. Wir sehen hier, wir können von Mafuka ein bisschen was stänzen. Aber nein, das machen wir natürlich nicht. So. Ich habe mir hier auch nochmal überlegt, ob wir hier vielleicht so diese, auch diese Pflastersteintreppen hinsetzen sollen. Aber ich fand, das sah auch echt nicht so gut aus. Also, ist nicht, dass ihr denkt, oh, Dinge. Was geht bei dem schief? Nein, so war das natürlich nicht, sondern ich fand halt einfach, dass das nicht so gut aussieht. Jetzt natürlich auch wieder die Frage, soll ich das dort oben jetzt mit diesem Boden- und Dachholz ausstatten oder lieber mit so Purple-Holz? So, wir können theoretisch mal. Wir können zwei Holz. Ja, so. Dann bauen wir jetzt natürlich erstmal hoch und machen jetzt die nächste Schicht. Das Haus habe ich wohl so gebaut. Da sollte ich es am besten weiterführen. So. Es wird, denke ich, doch schon wieder ein bisschen gleich aussehen wie mein Standardhaus. Aber dafür kann man natürlich nichts. Diese Minecraft-Häuser sind noch eher alle gleich aus, als ob es da Unterschiede gibt. Ah, theoretisch könnte ich ja doch auch schon zwei Stockwerke machen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfliege. Das kann ich natürlich auch direkt ausstatten. Wir machen sogar extra eins weiter nach oben. Damit es vielleicht cool aussieht, während wir hier noch in der Bauphase sind. Also, ich habe mir natürlich auch schon überlegt, hier vielleicht echt Redstone-Leitungen reinzulegen in mein Haus, aber ich habe mir dann doch gedacht, ganz echt, das ist schon kompliziert. Also nicht so kompliziert, dass ich es nicht verstehen würde, sondern kompliziert mit dem, dass dann echt viel, wie sagt man dazu, dass das dann natürlich echt ziemlich weit nach oben gebaut werden müsste. Das wollte ich halt nicht wirklich. Und aus diesem Grund, denke ich, werden wir das nicht machen. So, Leute, ihr seht, das gesamte erfarmte Holz ist damit auch schon wieder weg. Sehr traurig natürlich. Aber war. Und jetzt können wir hier endlich mal das Dach hier machen. Ich würde sagen, wir machen hier dieses Stockwerk einfach 3 hoch. Sodass dann unser Dach hier hinkommen würde. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon an meiner Stimme bemerkt habt, aber ich bin natürlich nicht so ganz gut drauf. Also schon gut drauf, aber ein bisschen erkältet. Aber davon lasse ich mir natürlich nicht die Laune nehmen. Aber ich denke mal, ihr bemerkt es doch wohl vielleicht an meiner Stimme. Ihr seht, wir kriegen das hier nicht mehr so schnell hin. Und ich würde sagen, die Folge scheint wohl auch schon echt lange zu Ende zu sein. Deswegen bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Tschüss. Ja, was baut Samix da hinten? Hat er nicht mal da gebaut, abgerissen.